Willkommen bei Drinklink, deinem Kanal für tiefe Einblicke in die Welt der Cocktails. Heute beschäftigen wir uns mit einem wahren Klassiker der 1930er Jahre. Geschichte atmet und bis heute ist nichts von seinem Glanz verloren, dem Vieux Carré. Der Vieux Carré gehört nicht nur zu den alten Cocktailgrößen, sondern hat es 2023 auf Platz 10 der Difford's Guide Top 100 geschafft. Und das vollkommen zu Recht. Dieser Cocktail ist die perfekte Mischung aus würzigem Rye Whisky, weichem Cognac, süßem Wermut und dem kräutrigen Kick von Benediktin. Bereit, den Glanz von New Orleans zu erleben und zu erfahren, wie dieser Drink seine Aromen ausbalanciert? Dann schnapp dir deinen Shaker und lass uns loslegen. Der Vieux Carré ist tief verwurzelt in der Geschichte von New Orleans. Benannt nach dem berühmten French Quarter, das ursprünglich Vieux Carré genannt wurde, was alter Platz bedeutet. Der Drink wurde 1938 vom legendären Barkeeper Walter Bergeron im Hotel Monteleone kreiert, einem ikonischen Ort in der Cocktailszene von New Orleans. Zu dieser Zeit floriert die Stadt als Schmelztiegel der Kulturen und der Vieux Carré reflektiert genau das. Eine Mischung aus französischem, amerikanischem und karibischen Einflüssen. Bergerons Ziel war es, einen Cocktail zu kreieren, der die Essenz von New Orleans einfängt. Ein Drink, der genauso vielfältig und reich an Kultur ist wie die Stadt selbst. Mit seinem Mix aus Rye Whisky, Cognac, süßem Wermut, Dom Benedictin und einem Hauch von Pichot Bitter bietet der Vieux Carré ein komplexes und dennoch harmonisches Geschmackserlebnis. Der Vieux Carré hat sich als einer der beständigsten Klassiker in der Cocktailwelt etabliert. Während er zunächst in den Bars von New Orleans zu Hause war, fand er bald seinen Weg in die besten Bars der Welt. Dieser Drink verkörpert das Erbe der amerikanischen Cocktailrenaissance und wird oft als einer der komplexesten Cocktails seiner Art angesehen. Sein Platz in den Top 10 der Difford's Guide Top 100 unterstreicht seine anhaltende Popularität und Relevanz. Der Vieux Carré ist ein Drink, der sowohl Barkeeper als auch Cocktailliebhaber herausfordert und begeistert. Sein reichhaltiges Aromenprofil, das perfekt ausbalancierte Verhältnis von Spirituose und Kräuter, machen ihn zu einer ständigen Wahl für jene, die ein intensives, aber dennoch harmonisches Geschmackserlebnis suchen. Im Vieux Carré steckt mehr als nur eine Kombination von Spirituosen. Jede Zutat bietet ihre eigene Stellschraube, mit der du das Trinkerlebnis anpassen kannst. Lass uns die Hauptzutaten mal genauer unter die Lupe nehmen und Alternativen aufzeigen, die den Drink verändern, ohne seinen Kern zu verlieren. Stellschraube 1, der Rye Whisky. Er ist die Grundlage des Vieux Carré, die ihm seine Würze und Tiefe verleiht. Ein klassischer Rye wie Windhouse, Rye oder Old Overhold bringt kräftige Gewürznoten und leichte Fruchtnuancen. Wenn man den Drink luxuriöser gestalten möchte, kann man hier auch einen Upgrade nehmen und einen etwas teureren Rye nehmen, zum Beispiel den Heaven's Door Rye. Dieser Premium Rye bietet komplexere Aromen von Vanille und Toffee und feinen Gewürzen und hebt den Drink auf ein ganz neues Niveau. Solltest du jedoch in deiner Heimbar keinen Bourbon oder sogar Rye haben, also gar keinen amerikanischen, dann hilft an der Stelle vielleicht sogar ein kanadischer Whisky. Was ich nicht empfehle an der Stelle, ist den Vieux Carré mit einem gediegenen, sehr ruhigen europäischen Whisky, sprich einem Iren oder einem Schotten zu machen. An der Stelle tatsächlich das erste Mal die Empfehlung, dann lass die Finger vom Vieux Carré, weil der braucht eben dieses wilde, raue. Hast du das nicht, wird's schwierig. Man könnte eventuell das Ganze mit einem Rum in die Richtung gehen, aber dann wird es auch wieder heikel, weil dann braucht man auch wieder einen teuren und eventuell jamaikanischen Rum. Also den Downgrade würde ich hier beim Vieux Carré nicht empfehlen.
Wenn man eine mildere Variante nehmen möchte, dann kann man eben vom Rye auf den Bourbon runtergehen. Und das ist dann auch eine interessante Alternative. Der wird dann etwas süßer, der Drink, und etwas runder. Aber die Komplexität wird eben nicht verloren. Stellschraube Nummer 2 ist der Cognac. Cognac fügt dem Cocktail weiche und fruchtige Noten hinzu. Traditionell wird ein VS oder VSOP Cognac verwendet, um eine perfekte Balance zu den kräftigen Aromen des Rye zu schaffen. Wenn du jedoch auf der Suche nach etwas rustikalerem bist, könntest du den Cognac auch durch Armagnac ersetzen. Armagnac ist rauer, erdiger und kräftiger, was dem Vieux Carré mehr Tiefe und Charakter verleiht. Eine spannende Alternative wäre ein spanischer Brandy. Und auch hier wäre das tatsächlich eher so eine Art Downgrade. Je nachdem, was du dort hast in deiner Heimbar, kannst du das entsprechend auch einsetzen. Mein Rat ist, geh das in der Reihenfolge durch. Probiere, hast du einen Cognac, ein VSOP, ein VS? Nö. Hast du einen Armagnac? Nö. Hast du einen spanischen Brandy? Nö. Dann lass die Finger vom Vieux Carré. Der Brandy bringt eine warme, nussige Süße und eine subtile Komplexität, die den Drink besonders interessant macht. Dann haben wir da die Stellschraube Nummer 3, der süße Vermut. Er bringt die nötige Balance zwischen Süße und Bitterkeit in dem Vieux Carré. Ein klassischer Carpano Antica Formula fügt karamellige Vanille und aber auch sehr viel Komplexität und Rauheit mit. Ein Dollar Rouge, fruchtigere und blumige Nuancen. Wenn du einen Drink etwas leichter und erfrischender machen möchtest, könntest du auch einen weißen Vermut, wie zum Beispiel den Cochi Americano, nehmen, was den Drink auffällt und ihm eine spritzige Note verleiht. Wenn du in eine ganz andere Richtung gehen möchtest und weg von dem ursprünglichen Gedanken, dann kannst du hier auch gehen in Richtung eines spanischen Brandys. Du könntest hier auch einen Rosé nehmen, zum Beispiel auch wieder hier von Lustau Vermut. All das ist möglich. Hast du keinen Vermut? Auch da wieder, downgraden nicht. Vermut ist tatsächlich so günstig auf dem Markt zu erhalten. Auch gerade der Dolin ist eine absolute Preisempfehlung. Dann auch da wieder, lass die Finger vom Vieux Carré. Stellschraube 4, der Benediktin. Der Likör verliert dem Vieux Carré seine charakteristische Kräuternote. Dieser französische Likör enthält 27 verschiedene Kräuter und Gewürze, was ihm eine unglaubliche Tiefe verleiht. Gesüßt ist er über Honig. Wenn du eine mildere Kräuternote suchst, könntest du zum Beispiel einen gelben Chartreuse nehmen. Hast du beides nicht, weil beide eben sehr, sehr selten sind, könntest du einen absoluten Downgrade machen und hier tatsächlich zu einem Likör 43 gehen. Willst du allerdings mehr Komplexität und eine stärkere Würze, wäre zum Beispiel ein Fernet Branca eine echte Alternative oder eben ein anderer bitterer Kräuterlikör, wie zum Beispiel, auch das geht an der Stelle, ein Jägermeister. Stellschraube Nummer 5, die Bitters. Die Kombination aus Peugeot-Bitter und Angostura-Bitter ist essentiell für die Aromatik des Vieux Carré. Hier wird es schwierig, eine Ersetzung zu finden. Du könntest die doppelte Menge Angostura nehmen und stattdessen ein Dash eines Anisés. Aber das wäre auch ein maximaler Downgrade. Nochmal meine Empfehlung, hast du eine der Zutaten, die ich jetzt hier nannte, nicht, lass die Finger vom Vieux Carré. Es gibt genügend andere Drinks, schau dir ein Old Fashioned an, aber der Vieux Carré ist so majestätisch und so komplex und einzigartig, dass ich hier eigentlich nicht noch weiter runtergehen möchte. Peugeot fügt eine leichte Anisnote hinzu, eben das, was man auch in anderen Anisets findet, während Angostura mit seiner Würze und Bitterkeit die anderen Zutaten verbindet. Und genau diesen Verbinder hast du eben mit Angostura und könntest das Ganze über einen Dash Anisette respektive einen Peugeot-Bitter verbinden. Dazu kommt, dass der historische Link vom Peugeot zu New Orleans natürlich sehr naheliegend an der Stelle ist. Man möchte hier bitte, oder schaut euch gerne einfach das Video genau zu diesem Drink hier an. Das ist eigentlich so die Grundgeschichte, wo es herkommt. Es gibt insgesamt also wenig Alternativen, da diese beiden Bitters das Rückgrat dieses Cocktails bildet. Aber du könntest experimentieren und vielleicht sogar einen Orangenbitter nutzen, um eine fruchtige Note reinzupacken, aber dann gehst du wieder in eine ganz andere Richtung.
Für den Vieux Carré habe ich mich für folgende Zutaten entschieden. Für mich unmissverständlich, Flasche ist eh auf und ich habe ihn halt, weil meine Bar entsprechend sortiert ist, Dom Benediktin. Sehr alter Kräuterlikör, Süße ist Honig. Als nächstes, Wermut. Ich habe gleich noch einen anderen kräftigen Kandidaten, deshalb habe ich mich jetzt für den kräftigsten süßen Wermut entschieden, den ich kenne, ein Carpano Antica Formula. Der Konterpart vom Cognac, Cognac finde ich in letzter Zeit eher, ich hatte mich jetzt kurzfristig entschieden, Armagnac, dann stand ich vor dem Regal, ich habe halt die Qual der Wahl, und dann dachte ich mir, einen sehr komplexen spanischen Brandy und mehrfach ausgezeichnet als bester Brandy Deutschlands und Europas, der Lustau Finest Selection. Sehr schön komplex, sehr rund, Preis-Leistung gegenüber jedem Cognac eindeutig führend. Zumindest in ähnlicher Qualität. Und dann habe ich ja gesagt, passend zum Carpano, den entsprechenden Gegenpart, ich habe mich für einen Y entschieden, und zwar den Heaven's Doorway. Kantig, eckig, kräftig, leicht luxuriös. Let's go. Ach, genau. Und natürlich die beiden Standard-Bitters, Angostura und Pichot. Dann braucht man Zitronenzeste. Die reiße ich jetzt schon mal im Vorhinein. Dann habe ich die ja schon mal liegen. Zeste werdet ihr gleich sehen. An Werkzeugen. Es ist ein gerührter Drink. Löffel. Obligatorisch. Dann natürlich, um Schmelzwasser rauszuholen, aber später auch um abzugießen, einen Strainer. Ich habe mich hier für einen Julep Strainer entschieden. Messer brauchen wir noch, Brett brauchen wir noch, das ist klar. Gästeglas ist ein richtig schöner Tumbler, richtig schön dick. Und da kommt jetzt gleich ein großer Eisball rein. Alle Zutaten werden gerührt, auch das Rührglas ist entsprechend vorgekühlt. Wir legen jetzt einfach mal los. So, ihr seht die Zutaten im Hintergrund noch so ein bisschen am Rand. Das Gästeglas kommt gleich am Schluss. Obwohl, beim Gästeglas packe ich jetzt schon mal die große Kugel rein. Ich habe hier so extra Kugelform. Ja, die ploppt auch sehr gut raus. Und dann habe ich hier eine wunderschön große Eiskugel. Habe ich hier schon mal am Rand. Das Glas, das Rührglas ist vorgekühlt. Ich rühre noch mal rum, hole mein Schmelzwasser hier raus. Mach die Sauerei hier noch mal kurz weg. Ach, Werkzeug, genau. Jigger brauchen wir natürlich auch. So, und dann kommen da die Zutaten rein. Normalerweise immer erst die viskoseste, ihr kennt das mittlerweile. Aber vielleicht ist auch aufgefallen, so wirklich viskos ist da nichts. Das viskoseste und süßeste ist tatsächlich der Dom Benediktin. Damit fangen wir jetzt einfach mal an. Ein CL. Dann der Wermut, 2,5 CL. Vom Lustau Brandy, 2,5 CL. Guck, der ist noch geschlossen, dann machen wir den mal auf. Lieblingsgeräusch. Und vom Whisky
2,5 Zell. Das Ganze wird jetzt gerührt. So, und wenn man mal so in die Geschichte guckt, das ist gar nicht so weit von einem Old Fashioned entfernt. Nur, dass halt der Zucker komplett fehlt. Was auch noch fehlt und ich nicht vergessen darf, sind 2 Dashes Peugeot. Und 1 Dash Angostura. Und wenn das Ganze dann kühl genug ist. Na? Nee, mach nicht. Kommt mein Strainer da drauf. Ich umfasse wieder mit einer Hand und gieße mit links ein. Versuche möglichst viel noch über den Eisball abzufangen. Hintergrund ist, wenn ich den Eisball jetzt hier treffe, dann nimmt der noch mal ein bisschen zusätzlich Temperatur weg. Machen wir drumherum noch mal eben ein bisschen sauber. Nehmen die Zitruszeste, drehen die und ziehen die jeweils in beide Richtungen auseinander. Und gebe sie einfach mit dazu. Tee-Effekt bei einem Vieux Carré ist tatsächlich gewollt. Und dann habe ich ihn hier, meinen Vieux Carré. Das ist natürlich ein sehr kräftiger Drink. Aufgrund der Zutaten ist euch das vielleicht schon aufgefallen. Die Nase ist natürlich jetzt erstmal ziemlich zitruslastig, logischerweise. Aber den Wermut, den Lustau und auch den Rye rieche ich schon raus. Das ist eine sehr schöne, kräftige, süßliche Variante. Also die Nase verspricht süß. Bedeutet aber nicht, weil wir mit der Nase ja kein Süß wahrnehmen, dass der Drink tatsächlich süß ist. Süß ist an der Stelle, ich rieche vom Peugeot einfach den Sternanis. Die Anisnote in der Nase. Da ist kaum Anisaroma drin. Das ist sehr schön abgerundet, aber das ist tatsächlich in der Nase. Und Sternanis und Vanille, die beiden Gerüche, werden von uns natürlich als Süße wahrgenommen, obwohl das nichts mit Zucker zu tun hat. Kräftig, würzig, herb. Der Y passt gegen den Antika Formula auf jeden Fall. Der Antika Formula, der ist zuerst da. Dann kommt der Y und jetzt, das ist das Schöne an dieser Wahl, jetzt kommt der Brandy. Kein, bei weitem kein günstiger Drink, eher bei den Zutaten deutlich luxuriös und teuer. Der Drink, wenn ich den jetzt im Laden kaufen würde, wäre so 22, 23, 24 Euro. Ein Drink. Aber da kann ich mich locker eine Stunde, zwei, vielleicht sogar drei mit aufhalten. Die ganze Zeit Wasser dabei trinken, mich mit den Leuten in der Umgebung unterhalten und ja, Wasser immer wieder trinken und den in Ruhe genießen. Der entwickelt sich noch im Glas. Und von mir bekommt ein Vieux Carré eine 9 von 10. Schön rund. Ja. Schicker Drink. Und ihr seht, ne, das Glas beschlägt sich. Der Ball bleibt erstmal eine ganze Weile lang so groß. Der kühlt, aber schmilzt nicht sofort, weil eben Ballform. Das passt. Ich hoffe,
dir hat dieser Einblick jetzt in die Welt des Vieux-Carrés auch so gefallen wie mir? Dieser Drink vereinbart das Beste aus mehreren Welten. Vom würzigen Rye über einen sehr krassen, komplexen Brandy. Gekrönt mit der subtilen Kräuternote vom Benediktin, Sternanisnote vom Peugeot und die komplexe Bindung über den Angostura. Wenn du Lust hast, den selber zu mixen oder Alternativen ausprobieren, probier es gerne aus. Lass mich gerne wissen, wie dein perfekter Vieux-Carré schmeckt, denn das ist einer der Inbegriffe des Luxus an der Cocktailbar. Vergiss bitte nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es dir gefallen hat, den Kanal zu abonnieren, damit du auch keine weiteren Tipps verpasst. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Cheers, euer Jörg.